einen 10.000 Euro Account in Roblox Brookhaven mit allen Game Passes, die es in Roblox Brookhaven gibt. Und das hier ist dein 5.000 Euro Roblox Account mit super coolen Autos. Zusätzlich haben wir noch einen 1.000 Euro Roblox Account bis ganz runter zum 1 Euro Roblox Account. Und das bin ich. Und das Beste, was ich als Noob in Roblox Brookhaven machen kann, ist ehrlich gesagt gar nichts. Ich kann mir nur alle Sachen holen, die komplett gratis sind, und abgesehen davon bin ich damit auch ganz schön langsam. Oh Mann ey, das macht wirklich keinen Spaß. Und auch das Beste, aus dem wir kommen können, was nicht Premium ist, logischerweise, wenn wir das auch gerade nicht haben, ist, ja, wahrscheinlich eher sowas in die Richtung. Ich meine, es ist doch nie, man kann damit schon einiges anfangen, aber es ist trotzdem ein bisschen ärgerlich, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das mit Sicherheit besser geht. Ey Mann, sogar ich habe was Besseres als dieses Haus, Alter. Ganz kurz, wer um alles in der Welt bist du denn? Mann, hast du mich schon vergessen? Ich bin der Bratwurstbratende Bratan. Und wenn ich meine Bratwürste verkaufe, dann kann auch ich mir Premium braten. Okay, super cool. Was brauche ich, um eine Bratwurst zu braten? Das wirst du niemals hinbekommen, denn ich bin der viel bessere Bratwurstbratende Okay, ich hab's schon verstanden. Du musst es nicht jedes Mal so deutlich sagen. Ich glaube, um dich aufzuleveln, würde es reichen, wenn die Leute einen Daumen nach oben und ein Abo auf den Kanal da lassen. Hä, was meinst du? Wow, wow, hey Mann, jetzt bin ich zu einem 500-Euro-Roblox-Account hochgestuft worden. Wow, wie ist das denn so schnell passiert, Mann? Keine Ahnung, aber danke dir auf jeden Fall. Aber das Gute ist, dass ich jetzt endlich den Premium-Game Pass habe. Und damit kann ich Sternhäuser spawnen, Sternautos spawnen und ich kann sogar Hubschrauber fliegen. Anstelle von diesem blöden Haus kann ich jetzt nämlich diese coole Villa benutzen. Oh Mann, die sehen auf jeden Fall wirklich schon deutlich besser aus als das, was ich davor hatte. Und vor allem kann ich mir jetzt sogar einen richtigen Pool spawnen. Oder auch nicht, weil man diesen... obwohl, naja gut, wenn ich ganz ehrlich bin, ich wüsste jetzt auch nicht so genau, warum ich in diesem Haus hier einen Pool bräuchte, aber ist auch nicht so wichtig. Oh Mann, Alter. Wow, wer bist du? Oh, schön, dass du dir Premium geholt hast. Was hast du denn noch alles? Gerade habe ich nur Premium. Was? Nur Premium? Man könnte so viel mehr haben. Naja, vielleicht können wir uns ja später unterhalten, wenn du ein bisschen mehr Sachen hast. Hä, Moment mal, was? Premium ist doch voll cool. Damit kann man voll viele Sachen machen. Guck mal, was für Autos ich jetzt spawnen kann. Ich kann jetzt einfach dieses coole Auto hier spawnen, Mann. Ist das nicht was? Oh, mein Freund. Damit kannst du vielleicht den Bratwurstbratenden Bratern beeindrucken. Aber nicht mich. Und wer bist denn du bitte? Der Kaviar-kackende Komiker? Ey, das ist nicht cool, Mann, ja? Den Namen hab ich mir ausgedacht. Okay, ist ja gut. Kein Problem. Okay, ich kann auf jeden Fall jetzt auch dieses Helikopter... dieses Helikopter, genau. Dieses UFO hier fliegen, was eigentlich normalerweise ein Helikopter ist. Aber wenn wir gerade das Halloween-Update haben, können wir jetzt einfach auch mit Premium den Hub, das UFO fliegen. Ja, ganz genau. Okay, Leute, das ist nämlich die einzige Möglichkeit, wie man in Roblox Brookhaven wirklich fliegen kann, ohne zu glitschen zumindest. Und das ist ziemlich, ziemlich cool. Ich finde das auf jeden Fall schon mega, mega gut, aber, warte mal, was ist das denn hier? Ein Penthouse? Warte mal. Den Penthouse-Pass habe ich halt leider noch nicht. Oh Mann, ey, das ist wirklich ganz schön doof. Okay, hey, Mann, die sind so glücklich aus da drin. Ich kann hier in meinem super schönen Penthouse chillen, wo niemand ist außer ich. Naja, Leute, das glaubt sie noch, aber ihr wisst ja Bescheid. Denn wie ihr wisst, haben wir am Ende des Videos einen 10.000 Euro Roblox-Account mit privatem Hubschrauber, einem riesigen Steak nur für uns ganz alleine und einen persönlichen Bratwurstbratenden Bratern. Genau da. Was? Hä? Was machst du denn hier in meinem Haus? Ach, gar nichts. Wenn du mich später brauchst, sag mir Bescheid, Mann. Ich muss noch so viel über mein Leben nachdenken. Wow! Ja, genau. Tagtraum vorbei. Aber Leute, wir sind jetzt ein 1.000 Euro Roblox-Account. Und jetzt haben wir den Penthouse-Pass, den Premium-Pass und das Vehicle-Upgrade und den Speed-Unlock-Pass. Und jetzt können wir mal gucken, was sie jetzt von uns hält, Leute. Hey, Mann, du hast zwar wirklich ein cooles Penthouse, aber ich würde gerne hier mein Penthouse hinsetzen, ja? Weil ich habe jetzt auch Penthouses. Oh, du willst also, dass ich diesen Ort hier freigebe für dich? Na, das glaube ich nicht. Aber wir können ja gerne darum ein Rennen fahren, wenn du möchtest. Warte mal, was? Ein Rennen fahren darum? Warum sollten wir denn ein Rennen darum fahren? Nun ja, wenn ich das Rennen gewinne, dann darfst du hier kein Penthouse platzieren, falls du überhaupt eins hast. Und falls du gewinnst, dann gehe ich weg und du darfst dein Penthouse hier platzieren. Die Idee gefällt mir ehrlich gesagt. Denn sie weiß überhaupt nicht, Leute, dass ich mir sowieso schon den Speed Unlimited Pass gekauft habe. Das heißt, dass sie absolut keine Chance hat, gegen mich zu gewinnen. Deswegen Hand drauf. Hand drauf. Aua. Oh, okay, gut. Der Deal ist am Start. Okay, Leute, wir haben auf jeden Fall jetzt das Theme Pack von Brookhaven Racing drin. Und ich werde mir jetzt ein super schnelles Auto aussuchen, mit dem ich dann einfach mal ein kleines Rennen fahren werde. Und ich glaube, ohne Vehicle Pass mit Premium ist das hier wahrscheinlich eines der besten Autos, was man bekommen kann. Und wir stellen hier die Geschwindigkeit einfach mal ganz entspannt auf 200 und machen mal ein bisschen Turbo rein. Mal gucken, wie sie damit klarkommt. Okay, welche Strecke sollen wir jetzt fahren? Lass uns doch die grüne Strecke fahren. Okay, da bin ich dabei. 3, 2, 1.
geht's. Los! Okay, let's go! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wow, hey, warum ist die denn schneller als ich? Warte mal. Okay, alles klar, Leute, alles klar. Grün, kein Problem. Wow! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe so wenig Kontrolle über das Auto. Ich habe so wenig Kontrolle. Ah, okay, okay, okay. Ganz entspannt, ganz entspannt. Nach links, nach links, nach links. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, hier unten lang. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Alter. Oh, wir müssen den Sprung machen. Wow! Alter, warum den ausgerechnet grün? Hey! Aber warte mal, wir sind trotzdem ziemlich weit vorne, Leute. Okay, mal gucken, ob wir das auf jeden Fall schaffen. Ist die hinter uns? Oh ja, die ist hinter uns, Leute. Die ist hinter uns. Aber wir sind trotzdem gut vorne. Nein! Oh, bis jetzt wurden wir überholt. Okay, okay. Keine Sorge, Leute. Keine Sorge. Ich werde die ganze Sache nicht verlieren. Nein! Oh, Alter! Oh, wir müssen den Turbo, glaube ich, rausnehmen. Ich habe überhaupt keine Kontrolle über das Auto. Okay, warte. Grün, 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 grün. Okay, da ist auf jeden Fall grün wieder. So, wir nehmen mal eine kurze Abkürzung, Leute. Das ist kein Problem. Mann, wieso verschlägt sich das Auto die ganze Zeit? Rechts und wir sind gleich im Ziel. Leute, wir sind gleich im Ziel. Nicht schwingen! Nicht schwingen! Hör auf zu schwingen! Mann! Okay, rückwärts, rückwärts, rückwärts! Oh mein Gott, Alter. Wir haben es trotzdem noch geschafft, obwohl wir rückwärts ins Ziel gefahren sind. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob es geht, rückwärts ins Ziel zu fahren. Ich fahre deswegen einfach nochmal ganz entspannt vorwärts ins Ziel. Oh mein Gott. Na und schau mal, wer da kommt. Der Verlierer. Hey, warte mal. Die hat ja alle ihre Reifen verloren. Wogegen bist du denn bitte gefahren? Ich will nicht drüber reden. Nimm dein blödes Penthouse und sei ruhig. Okay, Leute, das ist ja ausgezeichnet. Haha. Jetzt könnt nämlich wir eins dieser Penthouses hier bewohnen. Und zwar würde ich sagen, wir nehmen einfach mal das moderne Penthouse. Denn das von ihr ist natürlich auch sehr cool und sehr royal, Leute. Aber nichts ist irgendwas im Vergleich zu diesem super coolen modernen Penthouse, was man nur mit dem Penthouse-Pass bekommen kann, auf jeden Fall. Das sieht auf jeden Fall schon ziemlich, ziemlich cool aus, Leute. Und hat sogar ein oberes Abteil, wo man auf jeden Fall auch einen ziemlich coolen Pool hat. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Warte mal, haben wir etwa gerade Besuch? Ich, alles gut, du kannst ruhig reinkommen und dir ein bisschen was angucken. Na schön. Ich wollte dir sowieso nur sagen, dass ich ja Gott sei Dank schon einen Estate Game Pass habe. Den hast du nicht. Also nimm ruhig dieses blöde Penthouse. Ich kann sowieso nicht viel anfangen damit. Du kannst sowieso nicht viel anfangen damit? Dann habe ich auf jeden Fall eine Idee. Denn wir können uns nämlich weiterentwickeln. Was heißt das? Das bedeutet, ich level ab zum 5000 Euro Roblox Account. Und jetzt haben wir auf jeden Fall, Leute, jeden einzelnen Game Pass, bis auf den Vehicle Game Pass und den Estate Game Pass. Warum auch immer der Nachlässe heißt. Das ergibt keinen Sinn. Aber ist auf jeden Fall egal. Leute, wir können nämlich etwas unfassbar Krasses machen. Da wir jetzt nämlich den Disaster Game Pass haben, Freunde, können wir jetzt ganz, ganz viele Sachen machen, um vielleicht sie aus unserer Wohnung zu vertreiben. Und zwar mit den Bugs. Und mit den Bugs ist natürlich nicht ein Spielbug gemeint, sondern Käfer auf Englisch, Leute. Und die sind wirklich ganz schön eklig. Die sind wirklich gar nicht so nice. Igitt, was sind denn das für ekelhafte Viecher? Ach, weiß ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was da manchmal so passiert. Okay, Leute, was wird sie auf jeden Fall vertreiben? Was wird sie auf jeden Fall vertreiben? Ich wollte nur sagen, in meinem Haus gibt es übrigens auch noch gewisse Sachen, wie so, keine Ahnung. Ich meine, manchmal spukt es hier, glaube ich, soweit ich weiß. Aber ich habe es ehrlich gesagt noch nie so wirklich gefunden. Willst du mal mit mir nachgucken, ob wir hier irgendwo einen Geist oder sowas finden? Ich meine, Leute, irgendwie sieht es schon ganz schön gruselig aus in einem so modernen Haus, wo es auf jeden Fall sehr komisch aussieht, Freunde. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh mein Gott, hey, das ist ein Geist im Whirlpool gewesen. Was um alles in der Welt? Ich bin raus hier, das ist mir echt so gruselig in diesem Penthouse. Warum genau bist du denn jetzt vom Balkon gesprungen? Richte übrigens den bratwurstbratenden Brathahn schöne Grüße von mir aus. Ich hasse dich. Verstehe ich überhaupt nicht das Problem. Oh mein Gott, das ist auf jeden Fall wirklich ein sehr, sehr cooler Game Pass. Ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viel mehr, was man machen kann, Leute. Aber ist auf jeden Fall auch egal. Denn, Freunde, wir haben unter anderem nicht nur den Game Pass für Disaster, sondern auch einen für super, super coole Theme Packs. Und da können wir auf jeden Fall Sachen sehen, die wir sonst nicht sehen können. Und zwar können wir hier einfach mal den Mülleimer auswählen. Und danach können wir das asiatische Brookhaven auswählen, ja? Wo alles auf einmal unfassbar mysteriös ist. Komm mal mit, ich muss dir etwas ganz, ganz Wichtiges zeigen, ja? Weil, ich weiß nicht, wie gut kennst du Japanisch? Guckst du gerne Anime oder sowas? Natürlich, ich bin ein riesiger Fan von One Piece und wollte schon immer mal nach Japan. Aber was meinst du denn damit? Oh, ich glaube tatsächlich, dass dieses Brookhaven dir wirklich gut gefallen könnte. Denn es ist ganz Brookhaven, aber einfach auf Japanisch, wo sogar irgendwelche Nachrichten auf Schildern stehen, die einfach auch auf Japanisch sind. Zumindest glaube ich, dass das Japanisch ist, Leute. Ich kann kein Japanisch. Aber wir können auch gerne mal rausfinden, was hier steht, denn ich habe mal geheime Nachrichten rausgefunden, Leute. Und zwar kann man den ganzen Spaß mit Google Lens einfach übersetzen. Und das schauen wir uns jetzt mal ganz kurz an, was da steht. Denn da drauf steht, Leute, hier steht auf jeden Fall Hausverkäufe drauf. Das heißt wohl, dass das hier so ein Gebäude ist, wo man irgendwie Häuser kaufen kann oder sowas. Auch sehr, sehr interessant, Leute. Sehr spannend. Ich glaube aber tatsächlich, dass es auch noch andere Sachen gibt. Wie zum Beispiel diese super coolen Game Passes hier. Einen, wo sogar ganz Brookhaven brennt. Und einen, wo man einen Pferde-Brookhaven so ein bisschen
spawnen kann. Nämlich kann man damit einen riesigen Stall spawnen und sogar einen eigenen Wanderpfad. Und da wir logischerweise auch den Horse Unlock Game Pass haben, können wir, wenn wir jetzt hier zum Auto gehen, uns einfach mal ein Pferd holen, Leute. Was wir auch einfach reiten können. Das ist mega nice. Und natürlich, Leute, weil wir ein super schnelles Pferd haben wollen, geben wir jetzt einfach mal 50 ein und gehen richtig ab. Let's go! Damit kann man auf jeden Fall so richtig schöne Parcours machen. Bam, bam. Bam und zack. Easy. Alter, man kann das sogar richtig customizen, glaube ich. Warte mal, warte mal, warte mal, Leute. Wir könnten eine Körpertextur auswählen. Okay, das ist wirklich crazy. Vielleicht so ein bisschen lila, weil lila auch so meine Lieblingsfarbe ist. Aber ja, sieht nicht so ganz cool aus, ehrlich gesagt. Dafür kann man sich aber trotzdem richtig coole Sachen zusammenbauen, nicht wahr? Ja, ja, diesen Blödsinn habe ich auch. Du brauchst schon ein bisschen mehr, um mich damit zu beeindrucken. Ich bin der backwurstbackende Bratan. Was ist eigentlich hier los? Egal, auf jeden Fall, warum ist mein Pferd auf einmal so langsam? Hallo, ich hab doch den Paar... Oh Mann, okay, gut, egal. Auf jeden Fall, Leute, gibt es immer noch einen super, super krassen Game Pass, der uns fehlt. Sogar zwei, um genau zu sein. Und zwar der Estates Unlock Game Pass und der Vehicle Game Pass, der 19 spezielle Fahrzeuge freischaltet. Richtig, richtig viel. Und der Estate Game Pass, welche beide jeweils 800 Robux kosten. Das sind insgesamt einfach nochmal 1600 Robux mehr, Leute. Und das alleine, Leute, kostet fast 20 Euro. Das ist einfach nur krank für zwei Game Passes. Aber, Leute, wir haben natürlich absolut keine Mühen gescheut und haben uns auch diesen besorgt. Und damit habe ich jeden einzelnen Game Pass in Roblox Brookhaven, liebe Freunde. Was wiederum bedeutet, dass ich jetzt ein 10.000 Euro teurer Roblox Account bin. Genau, ich habe gerade das Wort vergessen. Warte mal, was? Du hast wirklich alle Game Passes in Brookhaven? Oh Mann, nicht mal ich habe alle. Oh, du hast nicht alle? Na gut, lass auf jeden Fall mal gucken, was wir damit anfangen können. Okay, du hast scheinbar auch den krassen Game Pass mit dem schnellen Auto, ja? Aber, hey Mann, das habe ich halt auch so. Was willst du dagegen tun, ne? Ich glaube, das ist einer der schnellsten Wagen, die du im ganzen Brookhaven haben kannst. Und ich glaube, Freunde, wir fahren einfach mal ganz kurz, ganz schnell einmal um die Map. Let's go! Okay, warte, warte, warte. Ich kann mir jetzt auf jeden Fall nochmal den Turbo reinballern. Und dann geht's richtig los, Freunde. Woohoo! Oh mein Gott. Alter, dieses Auto ist so unfassbar schnell, dass du wirklich absolut kaum noch die Kontrolle darüber hast. Ich glaube, Turbo 3 ist ein bisschen zu viel, Freunde. Oh Mann, wir können aber auf jeden Fall sogar noch mal dieses paar Sachen hier anpassen. Und zwar können wir den hoch oder runter. Lol, okay, das sieht aber. Hä? Oh cool. Obwohl, hä? Es sieht schon ganz cool aus, ehrlich gesagt. Okay, warte, ich muss mal ganz kurz nach etwas gucken, was irgendwie so ganz cool aussieht. Ja, so sieht auf jeden Fall cool aus, Freunde. Oh Mann, let's go. Alter, das ist ein richtiger Sportwagen, Mann. Richtig cool. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, eines der schnellsten Autos, die du in ganz Brookhaven fahren kannst. Aber Leute, das gibt natürlich nicht nur das schnellste Auto, was du in ganz Brookhaven fahren kannst, sondern auch die luxuriösesten Autos. Und zwar ein Truck zum Beispiel, der, ja, gut, auf jeden Fall fast bewohnbar ist, wenn er nicht mal schief steht. Denn du kannst aber diese Türen da hinten öffnen und wenn du die geöffnet hast, dann hast du da hinten einfach super viel Sachen drin. So nämlich. Okay, warte. Wir haben jetzt, ich meine, wir können einfach nur Kisten haben, Leute, aber Kisten ist natürlich jetzt nicht so unfassbar cool. Wir können stattdessen auch Holz haben. Okay, Holz ist jetzt auch nicht der Wahnsinn. Wir können auch stattdessen gar nichts haben. Ich meine, so, wo ist das Problem, Leute? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber wir können auch Tank haben. Okay, das ist ja nicht alles, was ich suche. Lol, okay. Warte mal ganz kurz. Ich glaube tatsächlich, dass... Ah! Ja, schau mal einen an. Ein 90er TV und natürlich ein paar Waffen, iPhones und ein paar andere Sachen. Oh ja, Leute, das ist nämlich natürlich so geheim, dass es kein anderer Mensch zu sehen bekommt. Okay, was ist das jetzt auf jeden Fall? Das sieht auf jeden Fall aus wie so ein Schwertransporter oder sowas in die Richtung. Also wie ihr seht, man kann ja auf jeden Fall ziemlich viele Sachen haben. Aber ich glaube, das hier finde ich fast am besten. Das ist so ein richtiger Waffenbunker einfach, wo man richtig krasse Sachen hat, wo man sich auch wahrscheinlich hier so eine Schrotflinte holen kann und so ein paar andere Sachen. Okay, das ist auf jeden Fall schon mega, mega cool, Freunde. Oder wir gehen lieber in den vergammelten und ekelhaften Truck. Ja. Den möchte ich ehrlich gesagt nicht so gerne. Nee, das auch nicht. Dann ist mir das mit den Kisten wahrscheinlich doch ein bisschen lieber, weil das ist wenigstens sauber. Zusätzlich haben wir natürlich noch viele, viele weitere Autos. Unter anderem sogar einen schönen Rolls-Royce, Freunde. Der auf jeden Fall auch super, super cool aussieht, Leute. Aber das Allerwichtigste daran ist natürlich, dass wir nicht einfach nur irgendwelche Häuser haben oder irgend so ein Blödsinn, sondern wir haben legit den Estate Pass. Einer der krassesten Game Pässe in ganz Roblox Brookhaven, wo wir uns einfach eine der krassesten Wohnungen holen können. Gott sei Dank bin ich respawned. Ich meine natürlich auch nicht Wohnungen, ich meine Häuser. Und das schauen wir uns auf jeden Fall mal an. Denn hier haben wir nämlich ganz viele coole Sachen. Unter anderem einen richtigen Helikopter auf unserem eigenen Grundstück. Eine riesen Villa mit unfassbar viel Platz. Einem eigenen Fitnessstudio. Einem eigenen privaten Büroraum. Und auf jeden Fall noch vieles, vieles weitere. Und das werden wir uns auf jeden Fall heute mal anschauen. Zusammen mit unserer Freundin,
da hinten. Was genau machst du da eigentlich? Wird dir nicht langsam schwindelig oder so? Oh Mann, ja, mein Auto ist tatsächlich ein wenig schnell. Na gut, dann komm mal mit. Ich werde dir auf jeden Fall jetzt heute mein ganz besonderes Haus zeigen. Übrigens, natürlich gibt es für die Langweiler noch den normalen Eingang, aber ich habe was viel, viel cooleres. Guck mal hier. Ich habe nämlich sogar so ein cooles Secret in meinem eigenen Haus, dass ich von hinten in meinen eigenen Pool reinschwimmen kann. Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Riesenvorteil ist oder nicht, aber auf jeden Fall finde ich es ganz witzig. Ich habe natürlich nämlich einen super coolen Helikopter, Leute, der auf meinem eigenen Grundstück steht und wahrscheinlich sogar richtig cool aussehen kann. Oh ja, Freunde, das ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich nice. Oh Mann, ich hätte auch gerne einen eigenen Helikopter. Auf jeden Fall. Und zusätzlich haben wir noch dieses riesige Haus, wo ich gerade nicht so einfach reinlaufen kann, aber mit allem aus Glas, Freunde, was auf jeden Fall auch super, super cool aussieht. Und naja, ich glaube, wir haben hier ziemlich, ziemlich viele Sachen. Zum Beispiel ist hier hinten ein Schlafzimmer, was auf jeden Fall auch sehr, sehr nice aussieht. Mit einem unfassbar großen Balkon, glaube ich. Denn der Balkon ist einfach quasi so groß wie das ganze Haus. Okay, nevermind. Aber auf jeden Fall haben wir da auch eine sehr, sehr große Glasfront und ein sehr, sehr luxuriöses Haus. Ich finde das auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool, ehrlich gesagt. Tja, sowas würdest du dir wohl auch gerne wünschen, nicht wahr? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und natürlich das gute alte Herzenstück des ganzen Hauses. Der Eingang mit der riesen Garage. Und von daher habe ich von der nicht nur diese eine Seite, sondern eine zweite, wo ich meine ganzen 300.000 Autos parken kann. Bist du schon, ohnmächtig geworden? Ich kann das alles nicht mehr. Okay, super, auf jeden Fall. Naja, natürlich gibt es aber nicht nur dieses Haus, sondern auch diese anderen Leute, aber ich glaube, das ist alles ein Thema für wann anders. Ich spiele heute Brookhaven als Noob und versuche alle Game Passes in Roblox Brookhaven gratis zu bekommen. Mal schauen, ob ich das hinbekomme. Wow! Hey, was wärst du denn da für eine coole Karre? Oh, das ist ein Auto aus dem Game Pass. Aber das wirst du dir sowieso nicht leisten können, da du keine Robux hast. Warte mal, was? Ich will auch einen Game Pass haben. Na dann, viel Glück dabei. Tschüss. Oh Mann, Leute, das ist wirklich ganz schön unfair. Und da ich auf einem anderen Account bin, habe ich natürlich auch keine Robux. Okay, Leute, aber ich habe eine bessere Idee, was wir machen können. Dieses TikTok wird uns sicher helfen. Okay, Leute, ich habe hier ein Free Brookhaven Premium Tutorial gefunden. Und mal gucken, was wir da machen können. Wir müssen auf jeden Fall als erstes zur Schule und Pizza essen. Das hört sich auf jeden Fall ziemlich logisch an. Aber Leute, wir werden heute alle Tricks ausprobieren, die es gibt, um gratis Game Passes in Brookhaven zu bekommen. Und falls das nicht funktioniert, werde ich am Ende des Videos einfach dreimal 275 Robux verlosen. Also schaut auf jeden Fall das Video bis zum Ende. Also falls keiner dieser Tricks funktioniert. Dafür müsst ihr aber natürlich in meiner Roblox-Gruppe drin sein, sonst kann ich euch das nicht geben. Okay, wir sollen auf jeden Fall jetzt hier erstmal eine Pizza essen. Und zwar zack und ja. Okay, ich glaube, das haben wir auf jeden Fall gut gemacht. Hey, warte mal. Hast du nicht vor, diese Pizza zu bezahlen? Pizza zu bezahlen? Seit wann muss man denn für Pizza bezahlen? Also, ja, okay, ich nehme schon, das verstehe ich. Aber hier in Roblox noch nicht. Warum das denn? Ich habe das so entschieden, dass man für diese Pizza mindestens 5000 Robux bezahlen muss oder Premium hat. Ich habe aber Premium. ich habe zumindest einen Daumen nach oben und einen auf den Kanal, oder? Dann zeig das mal, indem du ein Premium-Auto spawnst. Ich, ein Premium-Auto spawn? Oh Gott, ich würde es zwar gerne tun, aber es ist... Oh Mann, okay, schnell weg hier, Leute, schnell weg hier. Oh Gott, wir müssen ganz schnell auf dieses TikTok hören, ganz schnell. Hey, wo willst du denn hin? Ich muss ganz schnell los, Bruder muss los, dahin, wo dein Pfeffer wächst. Okay, ich stelle keine Fragen. Gut, als nächstes müssen wir auf jeden Fall irgendwas anderes machen. Und zwar, wir müssen ein Buch vom Spind klauen, okay? Verdammt, Leute, das heißt aber, wir müssen da auf jeden Fall wieder rein. Oh Gott, und jetzt ist dieser Typ ein bisschen sauer auf uns, okay? Ich weiß nicht genau, was er vorhat. Es wäre schon ganz gut, wenn wir zumindest mal rausbekommen. Oh Gott, da ist er. Okay, Leute, ganz ruhig, ganz entspannt, ganz entspannt. Okay, er ist gerade da hinten. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was, warte, warte, warte. Nee, warte, man muss erstmal Schüler sein, um das Ding hier öffnen zu können, glaube ich. Oh mein Gott, der kommt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich bin versteckt, Leute. Ist er hier irgendwo? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich will auf gar keinen Fall, dass er mich sieht. Okay, okay, ganz ruhig, Cedric. Alles ist gut. Okay, ein Buch aus dem Spindklauen. Okay, habe ich auf jeden Fall gemacht. Alter, was jetzt? Wir müssen auf jeden Fall jetzt ein Haus auf dem Plot 12 bauen. Okay, und da können wir dann einfach irgendeins nehmen, was natürlich logischerweise nicht Premium ist. Okay, Leute, ihr wisst ja, dieses Video ist wichtig, denn wir müssen rausfinden, ob diese Tricks funktionieren. Oh Gott, schnell weg hier. Leute, wir hauen ab. So, tschüss. Alter, das war super knapp. Oh Gott. Gott sei Dank sind wir gerade noch im letzten Moment entkommen. Okay. Gut, ich würde auf jeden Fall sagen, wir nehmen aber mal dieses Haus hier. Und schau mal, was hier drin ist.
Okay, warte mal. Ja, sieht auf jeden Fall eigentlich alles ziemlich stabil aus. Alles ganz cool. Nur, was genau bringt uns dieses Haus denn jetzt eigentlich? Offensichtlich müssen wir reingehen oder so. Okay, ich weiß nicht, ob wir jetzt einfach irgendein Haus hätten spawnen sollen oder das hier. Ach so, warte, wir hätten das Haus spawnen sollen, was hier auch gespawnt hat. Hoppala. Okay, gut. Dann muss ich nochmal ganz kurz nachgucken. Wir brauchen dann nämlich wohl dieses Haus hier. Okay, ist aber auch kein Problem. So, wir müssen auf jeden Fall in dieses Haus hier rein und den Safe suchen, der hier irgendwo versteckt ist. Wo genau auch immer der versteckt ist. Und zwar hier nämlich. Okay, genau, wir machen den auf. Nämlich ist das unser Safe, den müssen wir auch nicht aufbrechen. Und dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen Geld. Nur, was genau sollen wir damit jetzt anfangen? Uns einen Game Pass kaufen oder was? Okay, was macht sie jetzt auf jeden Fall? Okay, sie geht jetzt auch erstmal zu dem Safe und, warte, was? Happy April Fool Days hättest du... Boah, Alter. Hä, das war ein dummer Troll. Oh Mann, das hat ja gar nicht funktioniert. Oh Mann, wie soll ich denn jetzt stattdessen gerade das Game Passes bekommen? Ah, was machst du denn hier? Oh, ich wollte nur gucken, wer hier in Brookhaven so arm ist, dass er sich nicht mal Premium leisten kann. Was für ein hässliches Haus. Das ist auf jeden Fall ein Haus, was nur Leute haben, die kein Premium haben. Oh Mann, ey, du bist sowas von fies. Pass auf, ich werde es auf jeden Fall besser hinkriegen. Und ich werde irgendwie noch einen Game Pass bekommen. Und ich glaube, es gibt mindestens eine Lösung in diesem Video, die definitiv funktionieren wird. Na, wenn du meinst, viel Glück auf jeden Fall damit. Okay, Leute, ich habe vielleicht noch eine kleine Idee. Ich meine, es könnte vielleicht ein bisschen schwierig sein, Premium in Roblox Brookhaven zu bekommen. Aber was ist, wenn wir die Vorteile einfach nur bekommen, aber nicht unbedingt den Game Pass selbst? Das wäre ja auch etwas, was wir auf jeden Fall mal ausprobieren sollten. Und ich glaube, da habe ich auch ein perfektes TikTok zu. Mir wurde nämlich gesagt, dass dieses TikTok hier dafür sorgen soll, dass man gratis Brookhaven Game Passes bekommt. Und ich verstehe noch nicht ganz genau, was. Okay, wir müssen auf jeden Fall in ein Spiel reinjoinen. Oh, ich glaube, das kenne ich sogar. Das ist das arabische Brookhaven. Das ist nämlich dieses Spiel hier, soweit ich weiß. Und da müssen wir jetzt mal ganz schnell beitreten. Okay, Leute, ich bin jetzt auf jeden Fall auch in diesem Brookhaven schon mal gelandet. Und ich weiß aber nicht, was man jetzt hier machen soll. Gibt es hier gratis Game Passes oder sowas in die Richtung? Ja, lass auf jeden Fall mal nachgucken. Okay, wenn wir hier auf jeden Fall drin sind, dann können wir hier ein paar Sachen machen. Und zwar die Batterie aufladen, ja, weil der Handy, das Handy hat einfach keinen Akku mehr. So, was willst du machen, ne? Oh Mann, ey. Keine Ahnung auf jeden Fall. Oh, okay. Ah, ich verstehe, was gemeint ist. Hier gibt es ja wohl Premium-Autos oder sowas. Warte mal ganz kurz. Kann man die dann einfach benutzen? Sekunde. Warte, hier sind ja Premium-Autos und... Ah, aber da gibt es nur... Oh Mann, okay, da muss man sich aber trotzdem Premium kaufen. Okay, dann verstehe ich den Sinn nicht so wirklich. Aber warte mal. Hä, Moment mal. Es gibt ja hier auch andere Autos, die es in Brookhaven ja nicht gibt. Und die da wahrscheinlich auch kein Premium sind oder sowas in die Richtung, oder? Ich meine, ist... Welches dieser... Ist das nicht ein Premium-Auto aus Brookhaven? Warte mal ganz kurz. Ich glaube auf jeden Fall, dass dieser Ferrari ein Brookhaven-Premium-Auto ist. LOL! Hä, okay, das ist ja voll cool. Das heißt, so kann man Premium-Autos in Brookhaven fahren. Im arabischen Brookhaven scheint das zu gehen ohne Probleme. Die haben zwar hier ein eigenes Premium, aber ein paar Sachen dafür, die in Premium-Deutschland sind, haben die dann hier wohl ganz einfach selbst. Hä, das ist immer mega cool. Aua. Okay, Leute, das ist wirklich wild. Vor allem, das Auto fährt einfach super viel schneller als in Brookhaven, Deutschland. Wow! Ey, wie schnell fährt das Auto denn? Auf jeden Fall mindestens 100. Wow, ey, cool, ich habe ein Salto gemacht oder sowas in die Richtung. Hä, okay, das ist auf jeden Fall nice. Aber kann man auch andere Sachen machen? Okay, auf jeden Fall kannst du dir irgendwelche Autos hier spawnen, die in Brookhaven normalerweise Premium wären. Das ist ziemlich cool, actually. Aber, Leute, wir können auch noch scheinbar was anderes machen. Und zwar können wir uns zu den Häusern... Warte mal, kann man die Häuser hier einfach benutzen, die Premium sind in Brookhaven? Oh mein Gott, das wäre super cool. Alter, was? Oh mein Gott, ja, ich glaube, das hier, dieses Haus, das ist doch Premium, oder? Ist das nicht ein Premium-Haus? Oder das da unten, ist das nicht auch ein Premium? Ich bin mir gerade nicht sicher, Leute. Ich weiß nicht, was Premium ist. Ich habe schon so lange Premium. Aber ich glaube, das hier ist auf jeden Fall auch ein Premium-Haus. Hä, das ist aber mega cool. Das heißt dann ja wohl, dass du komplett ohne Robux einfach hier solche Häuser haben kannst, die in Brookhaven einfach als Premium-Häuser gelistet sind. Okay, Leute, das ist wirklich sehr, sehr cool. Was hingegen nicht so cool ist, ist, dass die Dings hier einfach nicht verschwinden irgendwie. Diese Anzeigen da. Egal, ist auf jeden Fall auch nicht so wichtig, Leute. Scheinbar könnt ihr in diesem Spiel komplett ohne Robux Premium-Sachen benutzen, was auf jeden Fall schon mal ganz cool... Okay, die Tür ist mehr oder weniger existent. Für mich eher so weniger, für andere vielleicht eher mehr. Mal gucken auf jeden Fall. Ey, okay, das finde ich ziemlich cool. Das heißt, Leute, falls ihr Brookhaven spielen wollt mit einem richtigen Premium-Haus, dann braucht ihr gar nicht das richtige Brookhaven spielen, sondern ihr könnt einfach dieses Brookhaven hier spielen. Funktioniert sogar alles. Hier ist der ganz normale Teleporter von dem Haus drin. Hier ist ein ganz normales,
Keine Ahnung, der Tresor ist auch hier. Kann man den auch öffnen einfach? Okay, nee, das scheint nicht zu gehen, Leute. Aber viele Sachen scheinen auf jeden Fall trotzdem zu funktionieren, was mega, mega cool ist. Okay, ich glaube, das einzige Problem an der ganzen Geschichte könnte eventuell sein, dass wir leider den ganzen Kram nicht in Brookhaven selbst haben, nur halt hier in Brookhaven. Und ich weiß ja nicht, Leute, ob das das ist, was wir unbedingt haben wollen. Deswegen gehen wir, glaube ich, trotzdem mal ganz kurz zurück ins richtige Roblox Brookhaven. Okay, ich bin jetzt auf jeden Fall wieder im richtigen Brookhaven drin und, oh nein, nicht die schon wieder. Ei, 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 was sehe ich da? Jemand ohne Game Passes. Hm, das ist ja schade. Oh Mann, ey. Komm schon, sei doch nicht so unfreundlich zu mir. Abgesehen davon, ich hatte gerade eben Premium. Ich hatte ein richtiges Haus und ich hatte ein richtiges Dings und ich hatte sogar. Warte. Ich kann dir sogar zeigen, was ich hatte. Hallo? Oh Mann, ey. Warum sind die Leute hier immer so unfreundlich im Ah ja, dieses Auto hier, genau. Das ist auf jeden Fall ein Premium-Auto. Oh Mann, das kann ich aber leider nicht kaufen. Oh, na gut. Okay, egal. Nächster Trick. Irgendwie wird das heute schon klappen. Ich wollte schon immer wissen, como ser Premium no Brookhaven? Ich weiß auf jeden Fall nicht, was das bedeutet. Ich kann kein Spanisch. Aber egal, wir gucken uns das trotzdem mal an. Ich glaube, es soll irgendwas bedeuten wie... Warte mal. Okay, wir müssen in den Chat auf jeden Fall Punkt... nee, nicht Punkt. Sternchen, Premium in Caps und nochmal Sternchen eingeben. Okay, das habe ich auf jeden Fall jetzt schon mal gemacht. Ich habe versehentlich beim ersten Mal Premium geschrieben. Aber jetzt habe ich es richtig gemacht. Okay, gut. Also, hat sich jetzt schon irgendwas getan? Kann ich jetzt ein Auto spawnen? Nein. Okay, gut. Super. Wie müssen wir weitermachen? Okay, als nächstes müssen wir auf jeden Fall etwas anderes machen. Und zwar, wir müssen zu den Apartments und dort scheinbar einen Schlafsack platzieren. Okay, ich habe keine Ahnung, was genau das überhaupt bringen soll. Warte mal. Hey, Leute, alles... Oh nein. Nein. Warte, wo geht die hin? Och ja, oh mein Gott. Ja, als ob die jetzt wieder flexen will mit ihrem Penthouse, Alter. Oh Gott, ich glaub's ja nicht. Wow, so schön. Also, ich finde, dieses Haus ist ja klasse. Ich meine, ich könnte mir das niemals leisten. Ist ja super schade, oder? Ganz richtig. Oh, übrigens, was machst du in meinem Haus? Ich wollte mich nur ganz kurz... Wow, okay, wow, alles klar, wo bin ich denn gelandet? Ja, okay, sie hat mich auf jeden Fall gebannt. Na, super. Ach Gott, ey, das ist doch so dumm. Egal, gut, auf jeden Fall, wir brauchen gar nicht das hier, sondern wir wollten eigentlich einen, Dingsbums haben, einen Schlafsack. Und diesen dann auf jeden Fall hier rein platzieren, so dass wir dann da reinkommen? Oder was genau hat das für einen Sinn? Ich schätze mal, wir sollen auf jeden Fall einfach mal da rein und, hey, was machst du denn hier? Warum bist du nicht in deinem Haus? Ach, gar nichts. Ich will dir nur zugucken, wie du gerade versagst. Ich werde es dir auf jeden Fall schon zeigen. Gut, so, ja, ich... Mann, wieso klappt denn das nicht? Okay, Leute, ganz ruhig. Wir kriegen das auf jeden Fall schon irgendwie hin. Oh, der stand eigentlich ganz gut. So, zack, ich würde da ganz gerne reinkommen. Okay, ich bin jetzt auf jeden Fall in dem Penthouse drin, Leute. Ah, na, das wärst du wohl auch gerne, oder? Faszinierend, ein schönes kleines Secret. Aber dafür braucht man trotzdem keinen Game Pass. Ja, du wirst aber noch sehen, wozu das führen wird. Haha. Und um ehrlich zu sein, habe ich zwar selber keine Ahnung, aber egal. So, wir müssen danach auf jeden Fall wieder raus und zum Brunnen oder zum Spawn oder so. Oh Mann, irgendwie sieht ihr Brookhaven noch echt schön aus irgendwie. Das hat sehr, sehr schöne Farben auf jeden Fall. Und müssen dreimal im Brunnen springen. I mean, keine Ahnung, was das bringen soll, Leute, aber wir versuchen es mal. So, wir müssen dann jetzt auf jeden Fall hier einmal ganz kurz rein in den Brunnen und springen. 1, 2, 3 Mal. Ich glaube, es war 3 Mal, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Ansonsten schreibt es gerne in die Kommentare. Als nächstes müssen wir auf jeden Fall zum Schild oder zu irgendeinem Schild und schreiben da wieder Premium Sternchen, also Sternchen, Premium Sternchen hin. Okay, Leute, ich meine, das macht sogar irgendwie Sinn. Vielleicht haben Leute ja irgendwie einen Gedanken gehabt oder so, dass man vielleicht, wenn man irgendwie irgendwelche komischen Sachen macht, dann doch von Wolfpack Premium geschenkt bekommt. Okay, dann wir müssen aber erstmal ganz kurz dieses Schild finden. Also da oben ist eins, aber ich glaube, da war ein blaues. Aber ist das einfach, oder ist es egal, wer bei welchem Schild... Okay, ich sag aber mal, es ist egal, bei welchem Schild man das macht. Und deswegen nehme ich jetzt einfach das da oben. Okay, auf jeden Fall müssen wir dann hier unten einfach mal auf den Dingsbums draufdrücken da und geben, Premium, zack, zack, Sternchen ein. So, das machen wir jetzt einfach mal in Rot natürlich. So, ausgezeichnet, Freunde. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Gut, mal schauen, ob das auf jeden Fall irgendwas bringt. Ich glaube, man kann die Farbe von dem Ding tatsächlich nicht ändern. Deswegen weiß ich nicht, ob das irgendeinen Sinn hat oder nicht. Aber egal. Let's go. Schauen wir doch, was wir noch machen müssen. Ich meine, Leute, dieses Video hat 95.000 Likes. Das muss dann ja eigentlich funktionieren, oder? Okay, egal. Wir müssen auf jeden Fall weiter zurück in den Pool von irgendeinem Haus rein. Warte. Wir müssen auf jeden Fall einen Whirlpool finden oder sowas in die Richtung, wie ich das jetzt verstanden habe. Aber ich weiß leider gar nicht, ob ich irgendwie ein Haus überhaupt spawnen kann, was einen Whirlpool hat. Ich bin mir leider nicht sicher, ob Häuser ohne Premium überhaupt einen Whirlpool haben. Aber, oh mein Gott, ich glaube, ich weiß, wer eins haben könnte. Okay, Leute, seht mal, was für ein Haus ich da sehe. Und seht mal, wem es gehört. Okay, gut, Leute, wir müssen mal gucken, ob die vielleicht irgendwo einen Whirlpool hat. Ich sehe sie auf jeden Fall gerade noch nicht. Okay, mal schauen. Okay, Leute, wir können ja mal versuchen, hier ein bisschen einzubrechen oder sowas in die Richtung. Und wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht entdeckt werden. Okay, das sieht ehrlich gesagt schlecht aus hier. Ja, vor allem, die hat ja nicht mal einen Pool. Und vor allem aber auch leider, glaube ich, keinen... Oh mein Gott, da oben ist jemand.
Da oben habe ich sie gerade gesehen, glaube ich. Warte mal, ist da oben ein Whirlpool? Sekunde, 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 Leute, Sekunde. Ah. Oh ja, da ist ein Whirlpool. Okay, okay, okay. Wo ist das Mädchen hin? Okay, keine Ahnung, egal. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie da oben hinkommen und dann einmal ganz kurz in den Whirlpool reingehen. Okay, 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 ganz chillig, Leute, ganz chillig. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sie mich nicht entdeckt. Okay, wie komme ich denn da am besten hoch? Über den Busch vielleicht so und dann so. Okay, ja, nice, 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 Leute. Okay, wir sind auf jeden Fall im Pool. Hey, warte mal. Oh nein, da ist Dreck in meinem Pool. Das ist absolut gelogen. Ich mach die Tür zu, ich mach die Tür zu, ich mach die Tür nicht zu. Tschüss. Oh Mann, ich muss raus hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, Leute, egal. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Wir sind in das Pool, in den Pool. Hey, alles gut? Ich wollte dich nur kurz besuchen kommen. Ach, ich wusste es. Du beneidest mich nur, weil ich Premium habe und du nicht. Na, viel Glück mit deinem Blödsinn. Ihr werde ich es auf jeden Fall noch zeigen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hey, was schießen die jetzt auf mich? Okay, egal. Ich gehe jetzt einfach weg und guck mir das TikTok weiter an. Okay, wir waren auf jeden Fall im Whirlpool drin. Das haben wir überlebt, Leute, weil wir absolute Profis in Roblox Bookhaven sind und müssen dann auf jeden Fall Fan, was? Nein, wir müssen auf jeden Fall, Premium eingeben bei, oh mein Gott, beim Grab? Okay, lol, das ist ja krass. Und dann verschwindet das Grab? Wait, what? Okay, Leute, das muss ich mir auf jeden Fall unbedingt ansehen. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall ganz schnell zur Kirche. Und zwar ist die... Wo genau? Oh Mann, ey, ich bin echt manchmal ein bisschen doof. Wenn ich irgendwie... Ach, da hinten ist die auf jeden Fall. Okay. So, das sollten wir jetzt auf jeden Fall gleich da sein. Und dann schreiben wir... Warte, wir müssen auf jeden Fall erstmal die Funerals aktivieren. Und dann in den Enter Name einschreiben, Premio... Alter, mein Gott, ich kann nicht schreiben. So, jetzt haben wir es auf jeden Fall. Okay, was passiert jetzt? Verschwindet der? Okay, nee, verschwinden tut er nicht. Vielleicht hat er ihn auch einfach wieder weggeklickt. Okay, ich klicke ihn einfach mal auch wieder weg. Jetzt steht auf jeden Fall Premium. Okay, aber wenn ich ihn wieder herhole, ist der Name wieder weg. Okay, gut, egal. Ich denke mal... Wobei, nee, warte, 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 Leute. Wir schreiben das trotzdem nochmal ganz kurz auf. Oh, warte. Okay, steht sogar noch drin. Okay, ich meine, mal gucken, ob das vielleicht funktioniert oder sowas in die Richtung. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall irgendwo anders hin. Und zwar zum... Keine Ahnung, wohin genau. Also, die fährt auf jeden Fall die ganze Zeit mit dem Roller, aber... Ist auf jeden Fall auch nicht so wichtig. Und, ah, da müssen wir unseren RP-Namen auch ändern in Premium. Aber einfach nur in Premium, diesmal ohne Sternchen. Okay, das ziehen wir auf jeden Fall auch durch, Leute. Let's go. Warte, 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 warte. Wir nennen uns auf jeden Fall jetzt einfach mal, slash, nee, 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 warte, ohne Premium. So, okay, let's go. Ich heiße jetzt auf jeden Fall Premium in Roblox Bookhaven. Hat das funktioniert? Warte, Leute, warte, 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 warte. Wir versuchen mal irgendwas Premium-mäßiges zu spawnen und zwar... Oh, Mann, das geht immer noch nicht. Oh, das ist doch sowas von doof. Oh, Mann, Leute, ich glaube, wir wurden leider schon wieder reingelegt. Oh, Leute, ich glaube, wir haben uns jetzt ein paar Sachen angeguckt, aber ich befürchte, es gibt leider keine Möglichkeit, in Roblox Bookhaven gratis Game Passes zu bekommen, außer eine einzige. Und zwar, wie ihr alle wisst, bin ich in Real Life gar nicht, Premium, der Bacon, sondern ich bin eigentlich City, der coole Roblox-YouTuber, der sowieso schon alle Game Passes hat und sich deswegen sowieso keine Sorgen machen muss um diese komische Tante, denn ich habe den Estate Pass. Oh yeah. Und natürlich habe ich meine eigene Basis mit einem Hubschrauber und ein paar anderen Sachen. Haha. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist auf jeden Fall wirklich ziemlich cool. Und was sagst du dazu, meine Liebe? Also... Ganz genau. Du wirst niemals irgendwelche Leute ohne Robux ärgern. Okay. Wir spielen heute Brookhaven 2. Ihr kennt vermutlich dieses Brookhaven hier ganz gut. Habt ihr aber schon dieses Brookhaven gesehen? Denn hier haben sich einige Dinge ziemlich krass verändert. Und wir werden uns das heute anschauen. Let's go! Hallo Leute, was geht ab? Heute ein neues Video ohne Sally. Leute, 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 ich habe heute auf jeden Fall etwas ganz Besonderes gefunden. Und zwar Roblox Brookhaven 2. Jason ist auch schon bereit für Roblox Brookhaven 2. Ich dachte, ich könnte jetzt ein Video Brookhaven auf der... Roblox Brookhaven 2. Okay. Roblox Brookhaven 2? Oh ja, denn ich habe etwas richtig Cooles gefunden. Ein super krasses Spiel, Jason, was einfach absolut krank aussieht. Krank? Okay, dann zeig mir das. Ja, es sieht richtig krank aus. Und okay, zwar ist es Roblox Brookhaven 2. Okay, gut, hör auf. Schnupfen? Roblox Schnupfen? Was? Roblox Schnupfen? Roblox Schnupfen ist ja absoluter Blödsinn. Verstehst du, Cedric, weil krank... Und da sind wir auch schon, Jason. Herzlich willkommen in der alternativen Version von Roblox Brookhaven 2.
Ja. Ich merke auf jeden Fall, dass du gerade sehr viel Spaß hast. Jason, wie gefällt dir das hier? Ich habe mich nämlich mal ein bisschen umgeguckt, wie eventuell Roblox Brookhaven 2 irgendwann mal aussehen könnte. Und da habe ich mir gedacht, wir machen einfach mal ein Video drüber, wie wir uns andere Roblox Brookhaven angucken und mal gucken, was die so besser oder schlechter machen als Roblox Brookhaven und ob das was wäre für Roblox Brookhaven 2. Was meinst du dazu? Also den Gestank von deinem den hast du auf jeden Fall mitgenommen. Ja, auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir holen uns jetzt erstmal eine nice Ice Cream, yeah! Okay, gut, keine Ahnung. auf jeden Fall gut, man kann hier ein bisschen was machen. Wir haben ja hier alles so ein bisschen klassisch. Ich meine, der Brunnen ist ein bisschen kleiner geworden und man kann nicht mehr drin schwimmen. Das ist auf jeden Fall auch so ein bisschen... Lol, es gibt einen Hangglider? Warte mal. Cedric, ich hole mir einen Lamborghini. Okay, der kostet 9. Da ist ein Lamborghini, Jason. Was ist für ein Auto? Egal, tschüss. Ich weiß es auf jeden Fall auch nicht, aber ich hole mir, glaube ich, auch mal ein Auto. Warte mal, wo kann man sich hier ein Auto holen? Ja, das fragst du nicht. Es gibt nur mein Auto. Ich kann nicht mehr Jason, fahren. Das ist ja mega dumm. Warum kann man, wo kann man sich denn ein Auto holen? Kann man sich das Autos holen? Sind im Inventar, ist er drin. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal schlechter als in Brookhaven, Leute. Es gibt nur ein einziges Auto in diesem Spiel. Muss man mal gucken. Wir können ja trotzdem... Oh, wobei, fährt aber ganz gut dafür. Und ich finde, das sieht auch grafisch ein bisschen besser aus. Findest du nicht auch? Ja, und das, aber ich kann... Also... man kann scheinbar auch durch sich durchfahren. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr gute Sache. Darauf hört sich ja auf jeden Fall mal einen Like da lassen. So, wir müssen jetzt durch tanken gehen. Okay, tanken. Oh ja, die Tankstelle. Lol, warte mal. Nachfüllen? Kann man lol. Hier, kannst wenn du man im Auto ist, kann man tanken. Du kannst tanken? Warte mal, nachfüllen? Okay, es passiert ja, das steht da. Du kannst, ja, du musst aber im Auto sind. Das kannst du aber auch machen, wenn du nicht im Auto stehst, oder was auch immer. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob es funktioniert hat, aber... Interessant. Oh, oh. Da hinten ist ein Ferrari Lamborghini GT37 ABZ. Okay, was ist da drin, Jason? Was hast du gerade wieder gesehen? Wo bist du überhaupt hingefahren? Supercars-Paket. Oh, 800 Okay, das macht auf jeden Fall Sinn. Das sieht ein bisschen aus wie ein Tesla auf jeden Fall. Ich glaube, das sollte ein Tesla darstellen. Aber gut, Leute, wir sind heute mal ein bisschen die Noobs in diesem Spiel. Wir wollen ja erstmal herausfinden, was genau es hier alles gibt. Oh Mann, ich finde, von der Grafik her erinnert mich das Ganze so ein bisschen an Utopia, muss ich ganz ehrlich sagen. Was hast du jetzt gemacht? Cedric, ich habe das Auto gekauft. Hast du dir jetzt wirklich 1000 Robux für diesen Game Pass ausgegeben? Ich habe 1000 Euro für diesen Game Pass ausgegeben. Und wie viele Autos sind da drin? Nur dieser Tesla? Nur eins. Oh mein Gott, was ist das für ein Scam? Alter. Okay, ja, nee, das kaufe ich mir auf gar keinen Fall. Hä, und das ist ja nicht mal schneller. Sieht halt einfach nur anders aus. Lol. Ja, da hast du auf jeden Fall einen super Kauf gemacht, Jason. Leute, lasst mal ein Like da, damit ich diese 800 Robux wieder zurückbekomme. Ja, auf jeden Fall. Oh mein Gott. Hä, okay, aber weißt du, was ich mir wirklich mal wünschen würde von Brookhaven? So ein Strand wäre echt mal cool, oder? Wir haben einen Strand. Ja, aber wir haben so einen Mini-Strand und wir haben nur so eine kleine Insel. Aber guck dir mal die Insel an. Die sind schon irgendwie echt cool aus. Ja, das stimmt. Ja, lass mal da hinschwimmen. Gibt's ein Riesenrad in Roblox Brookhaven, Jason? Gibt's ein Freefall Tower? Ich will aufs Riesenrad. Ey, ich will auf den Freefall Tower. Der sieht ja mal mega gut aus. Wo ist denn hier ein Freefall Tower? Oh mein Gott. Ja, da hinten. Siehst du nicht? Doch, ich hab ihn gesehen gerade. Warte mal, ist das eine Insel oder ist das... das ist eine Wolke, oder? Das ist eine Wolke. Ah, das ist Brookhaven! Achso. Warte mal. Ich will auf jeden Fall mal ganz kurz diese Dings hier fahren, Leute. Okay, let's go, Jason! Lass uns Riesenrad fahren! Ich habe mir das spannender vorgestellt. Ehrlich gesagt, ich auch. Ich glaube, ich habe vergessen, dass Riesenradfahren eigentlich ziemlich langweilig ist. Ja, Cedric, also ich gehe das alleine hoch. Du bist mal wieder gefangen im Hamsterrad. Ja, so ist das halt bei dir, ne? Hilfe. Okay, ja, ich bin wieder draußen. Aber ich will jetzt auf jeden Fall wirklich unbedingt mal diesen Freefall Tower ausprobieren. Oh, steig auf! Oh, nein! Oh mein Gott! Jason, jetzt geht's runter. Wow! Los geht's! Oh mein Gott! Okay. Gut, das habe ich mir eigentlich gesagt auch spannender vorgestellt. Ich will Pferde! Kann man den sabotieren? Ich meine, was? Was? Du willst, dass ich sabotiert werde? Nein, auf gar keinen Fall, Jason. Das will ich doch niemals. Okay, warte mal. Es gibt ja auch scheinbar irgendwie... Ich spawn hier ein Haus einfach mal. Es gibt eine Waffe. Ich habe eine Waffe gefunden, Jason. Fertig, ich spawn ein Camper, okay? Es gibt ein Haus? Warte, es du besitzt ein den Premium-Grundstück? Wait, du besitzt kein Haus? Oh mein Gott, hä? Okay, Haus. Hä, du musst für alles einen Pass irgendwie holen. Für alles? Okay, warte mal. Modernes Haus ist VIP, Haus 3, Baumhaus. Nee, Baumhaus kannst du einfach so spawnen, Jason. Warte mal, ich will dann ist das da ein Premium-Grundstück oder sowas. Oh, teleportieren, fehlgeschlagen? Hä, aber hat doch funktioniert.
Okay, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht genau, was dieses Spiel von mir will. Mann, ich habe auf jeden Fall gerade ein Baumhaus gespawnt, was auf jeden Fall auch ziemlich crazy aussieht. Oh, warte mal. Ja, also ich bin auch definitiv gerade in deinem Haus. Das ist so wie bei Adopt Me. Adopt Me. Ja, dass man so, man kann nicht in die Häuser richtig reingehen, sondern du hast so eine kleine Ladesequenz und da bist du in einem Haus drin, was doppelt so groß wie es aussieht. Ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so cool, wenn ich ehrlich bin. Aber ich finde auf jeden Fall, dass das Haus von innen her schon ganz cool. Alter Junge, das ist wirklich riesig. Lol. Hä, das ist voll heftig, Mann. Okay, warte. Ich komme auf jeden Fall nochmal wieder raus, Jason. Wo bist du jetzt eigentlich hingefahren? Ich laufe gerade zu deinem Haus. Oh, hallo, was geht ab? Hey. Pass auf. Ich glaube, man kann... Warte mal, ich will mal ein anderes Haus spawnen. Geh du mal hier hin und spawn mal irgendwas anderes als das Baumhaus. Man kann, glaube ich, hier ein Haus 1, 2 Camper... Auf VIP. Nee, den Camper kannst du auch spawnen, Jason. Was machst du denn da? Ja, ich habe die ersten zwei Häuser geklickt. Da stand irgendwas mit VIP oder Teleportieren fehlgeschlagen. Alter, das funktioniert wirklich nicht so unfassbar gut, Jason. Oh, ich bin im Camper. Oh ja, ich bin auch im Camper. Lol. Hä, Alter, dieser Camper ist ja gigantisch groß. Soos. Ja, oder sind wir einfach nur Soos klein? Oder vielleicht sind wir Soos klein. Oder vielleicht, ich gehe mit raus. Tschüss. Vielleicht sind wir einfach auch viel zu krank. Okay, gut. Wir sind sowieso krank. Hä? Achso, du hast das Haus jetzt gespawnt. Ja, ich habe das Haus gespawnt. Oh, okay, das ist aber gut, weil man hat keine, man hat scheinbar keine Laufzeit, die man abwarten muss, bis um ein Haus zu spawnen. Das ist crazy auf jeden Fall. Ja, also ich bin jetzt irgendwo in ein anderes Haus. Okay, was ist jetzt hier drin? Auf einmal eine Villa geworden. Hä? Ich schwöre dir, das ist eins dieser... Das ist das Haus in Adopt Me, was ich hatte. Das sieht genauso aus. Echt? Ja. Ey, wir können uns das gleich gerne nochmal angucken, aber ich hab... Alter Junge, der Raum hier ist echt absolut überbeleuchtet. Oh Gott, ja, das stimmt. Das ist einfach eine Flashbang. Oh mein Gott. Hä? Okay, das finde ich ein bisschen komisch. Das ist nicht so cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, ich glaube, der hat ein bisschen übertrieben mit der Farbe hier. Ich meine, die sieht schon ganz cool aus, aber... So ein bisschen zu viel? I don't know. Okay, warte, was haben wir denn hier? Das finde ich auch. Ist das eine Schule? Nee, das ist... Das ist jetzt ein Motel. Das ist das Motel. Ah. So, also kann man hier einfach rein? Offensichtlich, ja. Man braucht sich schon gar keinen... auch nicht. Aber man kann nur in einen einzigen Raum rein. Hä? Okay, das ist dumm. Das ergibt ja wirklich keinen Sinn. Oh, Mann, ey. Cedric, was hast du hier für ein schlechtes Pokémon 2 gesucht? Ich weiß es nicht, Mann. Das war doch eigentlich... Ey, guck mal, aber hier, das ist genau dieselbe... Wie aus Brookhaven, oder? Ja, nur ein bisschen detailgetreuer, oder? Ja, stimmt. Also die Mülltonnen in diesem Spiel sind auf jeden Fall besser. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja, das ist, weil das Spiel auch eine Mülltonne ist, weißt du? Und du bist eine Mülltonne. Jetzt, wir brauchen das Spiel nicht schlechter reden, als es ist, ja? Guck mal, das ist aber schon echt schlecht. Ich mache ein besseres. Du machst ein besseres Brookhaven. Okay, komm mit. Ja. Wir gucken uns jetzt mal das krasse Rathaus an. Und das würde ich jetzt richtig überzeugen. Ja, aber ich muss mir auch irgendwie mit dem Auto ein bisschen dahin fahren, weil sonst hat sich der Pass nicht gelohnt. So, ja, lass mal ins Rathaus reingehen. Also, weißt du, erinnerst du dich daran, dass ich gesagt habe, dass das Rathaus dich überzeugen wird? Mhm. Ich nehme das zurück. Man kann aber nicht in das Rathaus rein, hä? Das ist aber mega dumm. Wo fahren wir hin? Keine Ahnung, lass mal irgendwo anders. Hier, das ist das Hochhaus da. Essen. Oder Essen. Essen ist auch gut, auf jeden Fall. Wow, Burger. Kann man da wenigstens rein? Ja, da kann man reingehen. Okay, wow, warum ging das Rathaus denn nicht? Das ist ja mal mega dumm. Okay, Leute, willkommen bei Burgerbahn 2.0. Hey, was machst du hier? Ich wollte deine Bestellung aufnehmen. Achso, Entschuldigung. Ich wollte geheime Dinge tun, die niemand weiß. Hallo, Burger King, Ihre Bestellung, bitte. Ich bin derjenige, der den Laden ausraubt. Nein, fehlgeschlagen. Tschüss. Okay, gut. Dann kriege ich halt keinen Burger. Ja, bleib stehen. Bang, bang. Oh Mann, Alter. Und tschüss. Na gut. Auf jeden Fall habe ich keinen Burger bekommen. Wow. Ich bin ziemlich traurig. Jetzt sieht das ultra schön draußen aus. What the... nein, Jason, es sieht einfach aus, als wäre nukleare Katastrophe passiert. Nein, Sonnenuntergang, das ist doch voll schön. Bei mir ist alles komplett rot, Jason. Ja, aber guck mal in die andere Richtung, dahin, wo ich jetzt hinfahre. Ja, okay, aber es sieht aus, als wäre... Jason, es sieht aus, als wäre eine Napalmbombe hier eingeschlagen. Ich sag's dir, wie es ist. Die Wolken sehen auch so aus, als hätte ich die in Minecraft gebaut und hier eingefügt, ja? Ja, okay. Ich gebe ja vielleicht zu, dass dieses Spiel noch ein bisschen Macken hat. Oh. Aber dafür kann man natürlich die Zeit in jegliche Zeiten stellen, die man möchte. Man kann hier in die Einstellung einfach gehen und Zeit einstellen. Und dann kannst du da noch was anderes machen. Einstellen? Ja, genau. Oh. Und, upsala, jetzt habe ich, Leute. Okay, das war's. So, und zack. Felix, ich glaube, es gibt einen Grund, warum ich keinen Führerschein habe, ja? Ich weiß. Und du solltest ihn vielleicht auch nicht mehr tun, weil du bist schlecht im Autofahren. Ja, ich weiß. Ist okay. Hä? Weißt du, woran das mich erinnert gerade? Hast du schon mal das Roll Life von Abok gespielt? Nein. Dann halt eben nicht. Dann
dann vergiss es einfach so. Weißt du, ist ja auch nicht wichtig. So, du musst ja nicht seine Freunde unterstützen. Ich verstehe das. So, ganz ehrlich. Aber ich habe das noch nie gespielt. Sollen wir das mal spielen irgendwann? Ja, können wir vielleicht auch mal machen. Das ist aber auf jeden Fall schon ziemlich alt. Ich glaube, Amok hat da schon lange nichts mehr dran gemacht. Aber auf jeden Fall gibt es auch so eine Baustelle. Okay, Jason, ich werde jetzt auf jeden Fall mal einen Abgang machen. Ah! Badabam! Haha, ich bin super gelandet und mein Fuß tut weh. Jason, könntest du mich bitte ins Krankenhaus bringen? Warum regnet es denn jetzt bitte? Hallo? Die Engel weinen, weil ich gefallen bin. Fragen. Okay. Bring mich mal ins Krankenhaus, bitte. Alter, das sieht so komisch aus, wie du mich gerade trägst. Ja, wow, vor allem für den kurzen Moment musst du jetzt auf jeden Fall ins Auto. Wo ist das Krankenhaus? Ach so, hier ist das Krankenhaus. Okay. Bist du blind? Oh mein Gott, Alter. Okay. Ich habe mich schon gefragt, warum du überhaupt ins Auto gestiegen bist, weil wenn das Krankenhaus direkt daneben steht. Oh, das erinnert mich aber auch ein bisschen an Brookhaven. Das sieht so ein bisschen ähnlich aus. Jason, ich muss ganz dringend zur Röntgenstelle, denn ich habe mir wahrscheinlich 50 Knochen. Ich sehe nicht mal, was da an der Wand steht. Das ist viel zu weiß. Stimmt, da steht Patient Rooms. Ah, okay, wir müssen erstmal eine Stunde warten. Nein, Spaß. Wartezeit. Was steht da an der Wand? Surgery. Da müssen wir rein. Oh mein Gott. Alter, das sieht richtig creepy aus. Da, hier. Du musst dich da hinlegen. Warte, ich hol die Säge. Ich kann leider nicht hier liegen. Ich muss... Was? Die Säge? Oh nein, Leute. Nein. Patrick, dein Fuß wird abgeschnitten. Nein. Oh mein Gott. Ich hab ne Waffe. Jason, was willst du tun? Was willst du tun? Willst du mir den Fuß abschneiden? Dann schneide ich dir deinen Fuß ab. Nein, wir machen jetzt Musik. Okay, was? Was war das in der Welt? Okay, gut, Leute. Also ich finde schon ein bisschen doof, dass man sich nicht auf den chirurgischen... Was ist das für ein Zimmer hier überhaupt? Das ist einfach ein geheimer Beobachtungsraum. Ein cooles Glücklichzimmer. Das ist das Zimmer, wo die Leute dann reingehen und zu dem Typen bei der Operation gerade zugucken. So wie im Gefängnis, weißt du, so wie im Verhör. Kennst du diese Filme da, wo die Leute dann immer so hier auf dieser Seite dann stehen und dann so, das ist also das, was sie tun, okay? Ja, ich glaube, das gibt's auch bei Ärzten, aber... Aber warum? Hier ist der irgendwie nicht Dings. Ja, damit die anderen das beobachten können. Aber warum sollten andere beobachten, wie ich da operiert werde? Hä, das will ich doch gar nicht, dass das irgendjemand sieht, außer diejenigen, die das hängt aber davon ab, was für eine Operation du hast. Wenn du was ganz Schlimmes hast, dann... Stell dir mal vor, Jason, du bist gerade operiert und da steht so deine ganze Familie, deine Freunde, die stehen alle so dahinter und singen so... Ja, aber du siehst die eigentlich nicht. Eigentlich ist es genauso, dass du das nicht siehst. Jetzt wird ihm der Knochen entfernt, ja. Ja, ich verstehe, genau. Okay, und jetzt... Keine Ahnung. Spielt der Musik jetzt, mit der Gitarre in seinem Bauch? Genau. Was? Okay, gut, lass mal. Guck dir das an, Cedric. Ja. Meine Gitarre ist in dem Bauch. Siehst du das? Ja. Das ist. Also ich meine, ich finde die Gitarre auch sehr groß. Vielleicht bist du aber auch sehr klein. Weiß ich nicht. Ich aber auch nicht. Hey, du kannst dich überall hin teleportieren. Warte, wo waren wir denn noch? Kann man? Was? Es gibt ein Pet Shop. Wo kannst du das denn machen? Wie hast du das gerade gemacht? Rechts steht teleportieren. Oha. Lass mal zum Pet Shop. Oha. Hey, okay, das finde ich ein cooles Feature, ehrlich gesagt. Das würde ich in Brookhaven auch haben. Kaufen. 300 Robux. Oh, das wird sich doch safe lohnen, weil... Haustiershop. Oh mein Gott. Was? Aber es gibt Pinguine. Du kannst dir dieses Haustier nicht leisten. Pinguine! Kannst du 1000 Münzen kaufen für 400 Robux? Pinguine sind meine Lieblingstiere. Oha, denn dieses Spiel ist ganz schön teuer. Ja, das stimmt. Warum so unnötig teuer, Alter? Du kannst dir einen einzigen Tesla-Skin kaufen für basically... Ja, wow, man kann da auch nicht rein. Felix, das ist kein Tesla, das ist ein Roadster, ja? Das ist ein Roadster, aber das ist doch Tesla Roadster. Keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Ich kenne mich mit Autos aus. Ja, das ist auf jeden Fall ein Tesla. Roadster. Das ist der Tesla Roadster. Roadster. Okay. Warte, mal das gucken, wo waren wir? Doritos. Okay, gut. Oh nein, jetzt sollen wir nicht wieder damit anfangen. Oh. Oh mein Gott. Okay. Führerschein habe ich definitiv gemacht. Ja, glaube ich auch. Lass mal ein bisschen weiter außerhalb fahren. Guck mal, da hinten sind ganz viele große Gebäude. Kann man da überhaupt hinfahren? Oder ist das eher so eine Option? Jason. Ach, ganz da hinten? Ja, Mann, wir müssen. Oh, da ist ein Leuchtturm vor allem. Ey, Digga, könnten im Leuchtturm irgendwelche Secrets sein? Warte. Wir brauchen unsere Abenteurerausrüstung. Und zwar eine Waffel, ein Teddy, ein Vanilleeis. Ein Hängegleiter? Hey, warte mal, ein Hängegleiter? Ah, den muss ich verkaufen. Okay. Geld? Und ich weiß nicht, ob wir da wirklich durchkommen, Cedric. Eine Taschenlampe, eine Axt und der blaue Luftballon. Wir passen da nicht durch. Komm mit. Wait, what? Warte mal, wo? Oh mein Gott, lol. Okay, wir gehen gerade aus der Map raus irgendwie. Ich hab einen Luftballon, Jason. Kann uns das irgendwie helfen? Was ist denn das? Was ist was? Oh mein Gott. Da unten sind Häuser. Hey, da ist ja wirklich... Oh nein, da kommt man nicht hin. Doch, also irgendwie, aber irgendwie Wait auch nicht. Wait a minute. Irgendwie auch what? Irgendwie auch krass.
Wie auch Doritos. Hä, hey, warte mal. Können wir es da rausglitschen? Was ist da unten? Warte. Ja, okay, wir können mal probieren. Oh, nein, ich rutsche komplett runter. Okay. Es muss hier doch safe irgendwo ein Loch geben, wo man durchgehen kann, oder? Safe. Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich schon. Irgendwo okay. Da drüber gehen kann. Ja, warte. Ich komme hier ziemlich weit gerade, aber ich komme nicht leider in die Richtung. Aber warte, kann ich hier mein Auto spawnen? Warte, man vielleicht kann irgendwas sehen auf jeden Fall. Ich sehe aber nicht, was das ist. Das sind wahrscheinlich die Gebäude, wo wir reingehen. Es gibt die Hängegleiter, Cedric. Ja, den muss man aber sich kaufen. Let's go, ich kauf kurz den Hängegleiter. Let's warte, lass mal go. Kurz rüber. Das ist natürlich let's super, go. Dass Jason das ganze Geld gibt, ja. Ja. Warte, vielleicht funktioniert das auch. Klappt's echt? Also du kannst damit echt fliegen, aber ich hänge in irgendeiner Wand fest. Oh warte, nein! Wo bist du? Ich bin tot. Oh. Ey, ich kann nach oben fliegen. Da kannst du? Ich flieg durch die ganze Welt. Du fliegst durch was? Ich kann durch die ganze Welt fliegen. Nice. Was? Und was ist da unten? Kannst du es sehen? Ich kann aber nicht nach unten gehen, weil da ist immer noch eine unsichtbare Wand. Oh mein Gott, hä, das ist ja voll dumm. Warte, ich probier's nochmal, indem ich ganz hoch. Okay. Ich hab's geschafft. Hast du geschafft? Was ist da? Das sind so Häuser auf jeden Fall. Aber was für Häuser, kann ich dir nicht genau sagen. Aber da steht einfach vier Gebäude in der Luft. Also, was ist das hier? Jagen wir haben hier aber Gebäude in die Luft. Okay, ich bin jetzt irgendwie da drauf gelandet. Und, ist ja nicht welche Flagge? Oh, hier sind... Sind das Flaggen? Ich habe keine Ahnung. Ja, sind Flaggen oder so. Okay. Cedric, ich bin jetzt irgendwie hier unten und hier sind so ganz viele Gebäude, okay, ne? Okay, ja. Und hier sind irgendwie so Flaggen. Ich habe keine Ahnung. Das sind keine echten Flaggen. Aber was ist dann? Also außer die eine, da die rote ist die Österreich-Flagge. Aber ja, sonst, das... ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Flaggen. Ich glaube, das sind die Gebäude von innen. Aber halt so nur, also von außen. Ist ja nicht, das ergibt gar keinen Sinn. Warte, kann ich hier rein? Du musst dir vorstellen, dass wir die ganzen Gebäude ja nur von außen sehen können und sie sind von innen ja größer als drin. Draußen. Ach komm, ist egal. Oh mein Gott. Nein. Doch. Ich glaube, okay, wenn du das... was ist das da, Cedric? Eine Disco? Yo, da geht's ja richtig ab, Junge. Let's go. Okay, Leute, das war auf jeden Fall Roblox Brookhaven 2 in der inoffiziellen Variante. Ich muss sagen, so alles in allem finde ich dieses Brookhaven dann doch ein bisschen schlechter als das Richtige. Aber ich meine, man kann ja mal gucken, ob hier irgendwas draus wird. So ein paar Sachen finde ich besser, zum Beispiel dieses Teleportieren und der ganze Kram. Dennoch würde ich sagen, liebe Freunde, das war's mit der Folge Roblox Brookhaven. Ist auf jeden Fall Daumen nach oben, unten auf den Kanal, um keine neuen Videos mehr zu bekommen. Was da rein? Ciao!